Hallo, hier spricht Ulrich Zefus und ich grüße alle Hörer von Herms Promi Corner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promi Corner. Ich freue mich sehr, dass er endlich mal wieder zu Gast in meiner Sendung ist. Das letzte Mal haben wir uns im März 2021 besprochen zum Album Erntezeit. Jetzt gibt es was Neues von ihm, das heißt Liebe, das Album. Da werden wir ganz ausführlich drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, erstmal herzlich willkommen, Uli Zefus. Danke, Hermes, und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Uli. Es ist mir wie immer eine Freude, mich mit dir zu unterhalten über auch dein neues, tolles Werk, Liebe. Aber bevor wir das tun, ich habe es ja gesagt, wir haben uns vor 2 Jahren das letzte Mal gesprochen. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen? Gibt es so ein paar Highlights, die du so erzählen magst vielleicht? Ja. Wir sind ja noch so ein bisschen Corona geschädigt gewesen und so weiter, aber das hat ja dann so langsam ein bisschen wieder... Auf jeden Fall. Also ich hatte in der Corona-Zeit sehr viel Zeit nachzudenken, wie alle, was so wichtig ist im Leben. Und ich hatte viel Zeit, mich mit meiner Familie zu beschäftigen sozusagen. Und das schönste Erlebnis war dann, dass als die ganze Mischpoke dann aufhörte und man wieder sein Leben führen konnte. Und das hat mich sehr gefreut, einfach rausgehen konnte, live spielen konnte, Menschen in meine Shows kamen und ich dann auf der Bühne stehe, im direkten Kontakt. Und das war so ganz wunderbar. Und das war für mich so, das sind nur die Momente, wo man einfach nur dankbar ist. Und das, also die Selbstverständlichkeiten von früher plötzlich, dann klar wird, nein, das ist alles gar nicht selbstverständlich. Es ist ganz wunderbar, dass es so ist. Das waren so meine Highlights vor allem. Bevor wir gleich ins Album direkt einsteigen, würde ich aber gerne vorher etwas anderes von dir vorher erläutert bzw. erzählt bekommen. Dein Album ist auf dem Label Sturm und Klang rausgekommen. Dazu muss man wissen, dass dahinter unter anderem Konstantin Wecker steckt. Wie bist du denn in die Familie Sturm und Klang? Ich hatte den einen oder anderen Künstler daraus auch schon zu Gast bei mir. Wie kommt man sozusagen unter die Fittiche, in Anführungsstrichen jetzt liebevoll gemeint, von Konstantin Wecker? Ja, das war tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Das Label kannte ich natürlich schon lange, weil es ein klassisches Songwriter- oder Liedermacher-Label eben ist. Und natürlich habe ich auch die Platten von Wecker schon gekannt als Kind, weil die im Plattenschrank meiner Eltern waren. Insofern war das für mich immer so ein Ort, wo ich dachte, da könnte ich mir gut vorstellen, auch zu sein als Künstler. Und dann hat es sich so zugetragen, dass ich in der Pandemie über so eine Songwriter-Plattform, eine internationale, andere Leute kennengelernt habe, die Lieder schreiben, und habe da mein Netzwerk auch so ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinaus erweitert und habe da einfach einen tollen Komponisten, Songwriter-Pianisten kennengelernt aus Schweden, Anders Wieg. Wir haben angefangen, uns zu treffen bei Zoom und zu arbeiten miteinander und haben dann diesen ersten Song, das ist der erste Song unserer Zusammenarbeit, geschrieben, Soldat, der jetzt auch auf der Platte ist. Das ging sehr schnell, weil das Thema so klar und evident war. Wir wussten, als das Lied da war, sofort, dass es für uns beide ein wichtiger Song ist. Mit diesem Song bin ich dann nach München gegangen, im übertragenen Sinn. Also ich bin nicht wirklich hingelaufen, wie es nach Canossa oder sowas, sondern einfach, ich habe da angeklopft und habe den Song auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier, hört mal, ich glaube, das passt gut zu euch. Und das fanden die auch von Sturm und Klang und fanden das sehr schön. Und der Konstantin fand das auch toll. Und daraufhin haben sie gesagt, Uli, mach eine Platte hier. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, das war vor gut einem Jahr, genau einen Song, ne, hatte ich über den Plattenvertrag. Dann habe ich mal hurtig angefangen, neue Songs zu schreiben, alleine und mit Freunden. Und so kam das, so kam ich zu Sturm und Klang. Eigentlich über meine Zusammenarbeit über Zoom mit anderen Songwritern in Europa, großen Umweg, eigentlich, weil auf irgendeinem Tiermarkt in Wuhan irgendjemand rumgefummelt hat mit einem Vieh, was krank war. Und ja, dann hatten wir alle Gelegenheit hatten, viel nachzudenken. Ich gehe nachher noch mal ein bisschen auch auf die Geschichte mit Schweden ein. Das hat ja auch noch eine bestimmte Bedeutung für das Album.
jetzt mal unabhängig davon, du hast gesagt, okay, jetzt war plötzlich der Plattenvertrag da, du musstest neben dem einen Song, der fertig war, ja noch ein paar mehr dann schreiben. Aber wie das nachher fertig war, wie Liebe dann fertig war, war die Weiterentwicklung oder die Herangehensweise anders zu Erntezeit oder auch zu Dünnes Eis, wo wir uns dann beim ersten Mal ja drüber gesprochen haben? Wo siehst du da den Unterschied vielleicht im Songwriting? Ich meine jetzt nicht an der Instrumierung oder Orchestrierung, sondern auch an deinem eigenen Songwriting. Das hat sich hauptsächlich dadurch verändert, dass ich von Anfang an andere Liedermacher und Songwriter mit ins Boot geholt habe. Ich habe einfach in der Pandemiezeit für mich erfahren, dass es sehr befreiend sein kann, mit anderen zusammen zu schreiben. Also dieses klassische, auch sehr deutsche Genie-Ding aufzubrechen. Ich bin das Genie und aus irgendwelchen Sphären strömen so die genialen Ideen in mein Gehirn und fließen durch meine Finger in die Feder. Und dann ist das so, nein, wir machen Lieder, wir denken die uns aus, wir arbeiten daran, wir überarbeiten die. Das ist ein langer, schmerzhafter Prozess. Und manchmal geht es dann mit zwei oder drei Gehirnen sogar schneller als mit einem. Und man kommt vor allem auf ganz andere Lösungen, sowohl im textlichen Bereich als auch im musikalischen Bereich. Und ich habe dann einfach das gemacht, was für mich total natürlich ist. Ich habe alle meine Liedermacherfreunde, nicht alle, aber verschiedene meiner Liedermacherfreunde aus dem Sago-Kosmos, also eben aus der Sago-Liedermacher-Community, die ja relativ groß ist in Deutschland, Leute angehauen, habe gesagt, hey, lass uns zusammen Songs schreiben für mein neues Album. Hier sind meine Ideen, sucht euch was aus, ne, so ungefähr. Und habe einfach so aufgemacht. Das war eine sehr schöne Erfahrung, loszulassen, aufzumachen, die Impulse reinzunehmen, auch von den anderen. Das war auch für Sago, innerhalb von Sago, eine neue Herangehensweise. Bei den anderen ist es ja auch noch nicht so, dass sie sagten, hey, lass uns zusammen ein Album für mich schreiben. Da hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht und dann haben wir uns gegenseitig applaudiert, sage ich es mal. Das hat dazu geführt, dass meine Platte viel chansonesker ist jetzt zum Teil, weil ich einfach mit Leuten gearbeitet habe, die selbst so mehr aus dem Chanson-Bereich kommen, von der Komposition her. Ich habe mal einen Titel drin, der so ein bisschen so ein Bon Iver-Sound hat und was ich persönlich total cool finde. Und da habe ich einfach mit dem jungen Produzenten, lieben Kollegen zusammengearbeitet, auch von Sago, den ich da selbst hingebracht habe, mal vor vielen Jahren. So war das einfach so ein Family-Business. Führte einfach zu völlig neuen Ergebnissen und anderen, als ich das hatte bei der Erntezeit. Ne? Dazu muss ich noch sagen, dass ich auch in der Pandemiezeit mich auch quasi fortgebildet habe und mich sehr viel mit Komposition beschäftigt habe und selbst auch anders komponiere heute als noch vor 2 Jahren tatsächlich. Ne? Da sind noch dazu noch Sachen passiert und deshalb klingt das von der musikalischen Struktur vor allem deutlich anders als das letzte Album. Wie das Album jetzt fertig war, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Komposition, die Zusammenarbeit mit allen war ja. Ende. Ihr habt das Gemisch gemastert und was eben so alles noch dazugehört. Wie war denn deine Gefühlslage, ich sage das jetzt mal so, wo der Gartons mit den CDs kam und du den aufgemacht hast? Wie fühlte sich das denn diesmal an? Natürlich war ich erstmal sehr, sehr dankbar und stolz, dass es jetzt dann da ist. Aber ich muss auch sagen, das ist halt so ein spezielles Ding, ich habe diese Karton aufgemacht, wie die CD physisch in meinen Händen, die ja quasi so der Fixpunkt ist, auf den man so ein Jahr lang zuarbeitet. Und dann denkt man plötzlich so, okay, und jetzt? Das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, in dem Moment, wo es dann da ist, weil man so produktionsorientiert natürlich ist, denkt man sofort, okay, jetzt bin ich ja fertig mit dem Ding. Was mache ich denn jetzt? Das ist abgeschlossen. Ich brauche nicht mehr drüber nachzudenken, sozusagen. Ne? Und das ist natürlich total bescheuert. Das war eigentlich, man fällt das in so einen Postproduktionsloch. Man ist in einem riesigen Tunnel, koordiniert einen Haufen Leute, ist im Studio beim Mixen, trifft 1 Million Detailentscheidungen. Und plötzlich ist alles geredet, alles entschieden, alles produziert. Point of no return, die Kiste kommt, das Ding ist fertig, Ende. Und dann bist du sozusagen wieder auf Null und bist sozusagen beim nächsten Überlegensvorgang
um zu gucken, wie geht es weiter. Ja, gut, ist nicht so das Gefühl, also ich kenne das ja nun auch. Man macht das auch, okay, jetzt ist es fertig, aber so, dass man denkt, so Raketen-Silvester-technisch, nee, man muss ja dann auch gucken, was macht man jetzt weiter damit? Und da gehört ja eben auch so ein Gespräch wie uns beiden dazu, dass man eben mal versucht, die Leute über das Album zu informieren, mit ihnen zu sprechen, beziehungsweise sozusagen auch ja. Zuhörer und Zuschauer zu gewinnen dabei. Lass uns über den einen oder anderen Song im Album. Ich habe mir so ein paar hier rausgesucht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und dann nehme ich doch mal als erstes, weil du sagst, es war der erste Song, Soldat. Das ist ja nun eine Geschichte, wo du einfach sagst, du wünschst deinem Sohn nicht, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, dass er jemals in die Situation kommt, Soldat zu werden. Wir haben es ja nun leider wieder mal erlebt. Das darf man ja nicht vergessen, dass wir Anfang der 90er ja auch den Krieg in Europa hatten in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien. Wir haben ihn jetzt in der Ukraine. Aber ich denke, das war ja auch von dir und deinen Kollegen, mit denen du das zusammengearbeitet hast, ja auch ein klares Statement. Ein Song, der ja wirklich jetzt in die Zeit einfach passt. Bist du auch davon überzeugt, sage ich jetzt mal so, dass wir das wieder hinkriegen, dass also das eintritt, was du dir wünschst, dass wir irgendwann vielleicht keine Soldaten mehr brauchen? Ich weiß, es ist sehr utopisch jetzt erstmal gesagt, weil Kriege gab es leider ja immer. Jahresrückblicke guckst, ist es letztendlich auch egal, in welches Jahr du kriegst, irgendwo ist immer irgendwas los. Aber ist es letztendlich auch die Aufgabe der Künstler, sage ich jetzt mal allen voran, mit der Öffentlichkeit diese Aussagen zu treffen und anzuregen und nachzudenken? Egal welcher Couleur, ob es jetzt in Deutsch ist oder in Englisch oder so, haben wir ja immer gehabt. Aber war es für dich auch wichtig, mal so ein Statement rauszubringen, in Anführungsstrichen? Ja, es ist ja, man muss das schon genau anhören. Es ist ja so, ich bin erstmal in der Rolle eines Vaters, der unendlich, wie alle Eltern, unendlich viel Mühe, Liebe, Energie, Kraft, Lebenszeit für das Kind gegeben hat. Man lebt selbst weiter in dem Kind. Das ist so natürlich der Hintergrund. Die einzige Möglichkeit, die monströse Beleidigung des Todes, des allpersönlichen Todes in irgendeiner Weise so abzumildern. Man lebt ja in gewisser Weise weiter in den eigenen Kindern oder in seinem Werk, wie auch immer, aber halt auch in seinen Kindern. Und erstmal geht es ja darum zu sagen, ich hoffe, du musst niemals ein Soldat sein. Ich sage nicht in dem Song, es ist böse, Soldat zu sein. Ne? Ich hoffe, dass es nicht stattfinden muss. Ich glaube, dass es ganz entsetzliche Eigendynamiken sind, wenn man in der Situation ist und ist im Krieg und die Logik des Krieges ist die Vernichtung des Gegners. Also was macht es mit mir? Das macht mich zu einer Killermaschine, ob ich will oder nicht, weil es auf diesen Konflikt hingeführt ist, die ganze Situation. Und natürlich hoffe ich, wie alle Eltern das in der Regel wohl machen, dass ihre Kinder nicht in einem Krieg sterben müssen oder überhaupt in einen Krieg ziehen müssen. Ne? Darum geht's mir. Das ist erstmal das Statement. Es lohnt sich, darauf hinzuarbeiten, dass diese Situation nicht stattfindet. Umgekehrt, wie du selbst sagst, ist es einfach historisch betrachtet die Konstante der Menschheitsgeschichte, dass es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Das Einzige, was sich verändert hat, sind die Dimensionen. Ob das jetzt die Frage ist, ob ich meinem Artgenossen die Höhle klauen will und ihn deswegen mit einem Mammutzahn erschlage oder ob ich das Ganze mit 100.000 Mann mache und ihm ein Land klauen will, weil ich irgendwie, keine Ahnung, meiner Gang da wohnen will. Das sind nur graduelle Unterschiede, keine prinzipielle. Der grausame Akt als solches ist immer nur eine Potenzierung des Kampfes Mensch gegen Mensch. Natürlich bin ich der Meinung, dass es genug Ressourcen auf der Welt gibt, dass alle davon leben können. Das ist eine Frage der Verteilung. Und da muss ich immer fragen, wer hat was davon, wenn es Krieg gibt? Ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass ich dagegen bin, dass sich die Ukrainer wehren dagegen, dass ihr Land überfallen wurde. Das ist völlig evident. Ich meine, wir wohnen es hier im Grenzgebiet, also ich wohne hier so im Grenzgebiet zu Frankreich, was zum Glück wunderbarerweise friedlich ist und die Franzosen sind heute unsere Freunde und wir ihre. Aber das war ja auch lange Zeit anders. Und ich wünsche mir natürlich, dass das nie wieder so sein wird. Das ist ganz klar. Und darauf sollten wir unsere Energie richten.
Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, auf das nächste Problemthema sozusagen einzugehen, weil du hast nämlich auch einen Song, Du wirst mich nicht los, gemacht. Da gibt es ein Video zu. Und da singst du, für mich jedenfalls, fühlt sich das so an, aus der Sichtweise einer schwarzen Plastikplane. So ist es zumindest hier im Bild. Das heißt, Mikroplastik werden wir faktisch nicht los, weil wir es überall haben. In uns, um uns, wo auch immer wir hingucken, ist dieses Zeug sozusagen da. Du hast es dir dann ins Gesicht geklebt, auf den Augen. Wie seid ihr auf diese Visualisierung letztendlich gekommen? Da musstest du ja dann auch so ein bisschen sozusagen als Charakterkopf herhalten, indem man dich beklebt hat, bemalt hat und so weiter und so weiter. Ja, wir hatten eine Menge Spaß beim Videodreh auf jeden Fall. Also zunächst mal zu dem Song. Tatsächlich ist es so, ich bin der Sohn eines Bauern und ich bin aufgewachsen zwischen Spargeldämmen und habe vor der Schule Spargel gestochen. In der Erntezeit bin ich auf Treckern rumgefahren. Also das heißt, meine ganzen landwirtschaftlichen Songs und Metaphern, die ich da habe, kommen einfach aus direkter eigener Anschauung. Das sind vertonte Lebenserfahrungen. Und es bewegt mich schon seit sehr langer Zeit, was da los ist mit dem Mikroplastik. Die Gegend, in der ich wohne, die Pfalz, ist ja ein einziges Gemüsefeld, sage ich es mal. Also gibt es einfach Wald, Wein und Gemüseäcker, mal so ganz grob zusammengefasst. Alles an sich schöne Dinge, aber auf dem Gemüsefeld wird einfach auch massenhaft Folie eingesetzt. Es gibt einfach da gute und schlechte Folie, billige und teure Folie. Und die billigen, die zersetzen sich halt sehr schnell. Und da waschen dann die Weichmacher, werden vom Regen ausgewaschen und die werden dann in die Böden ausgewaschen. Dann sind die ja nicht weg, sondern die gehen dann in die Pflanzen rein und wir essen die mit den Zucchini und den Erdbeeren wieder. Also die Weichmacher, aber auch das Mikroplastik, was dann auch von den Viechern gefressen wird und dann von den, so, ne, das geht einfach in die Nahrungskette. Löst Krebs aus, macht unfruchtbar. Das sind alles extrem unerfreuliche Dinge, die damit zusammenhängen, die wir in Kauf nehmen für den Vorteil, dass die Zucchini 2 Wochen früher reif ist. Und ich sage, ist das die richtige, ist das eine gute Idee? Antwort nein. Es gibt so ein paar politische Themen, die mich wirklich bewegen und ich habe mich mir überlegt, wie packe ich dieses Thema an, weil ich ja nicht singen will, Plastikfolie im Boden ist schlecht. Das will keine Sau hören, ich auch nicht, sondern da dachte ich, okay, ich muss es irgendwie von der Perspektive herumdrehen, dass es irgendwie so einen Twist hat, dass es irgendwie lustig ist. Und dachte, okay, ich mache einen Stalker-Song draus. Ne? Das heißt, die Plastikfolie ist wie ein Liebhaber, den man nicht los wird, der einem an den Hacken klebt und immer um die Ecke kommt, wenn man eigentlich dachte, man hätte seine Ruhe. Du wirst mich nicht los. Ich agiere als in dem Video dann eben als quasi, ich sag mal, zunehmend wahnsinniger Akteur, wahnsinniger Lover in Plastikform. Auf diese Weise, da kann man das Lied vom Refrain auch so einfach wie einen Love-Song hören. Etwas verstörender, sage ich es mal. Aber es war mir einfach wichtig, diesen Punkt zu setzen. Auch eine Frage der Liebe zu den kommenden Generationen zu sagen, wie wäre es eigentlich, wenn wir unsere Lebensgrundlage nicht verseuchen? Gute Idee, oder? Ich finde auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Hast du mir schon das Stichwort gegeben für den nächsten Song, wo es auch ein Video zu gibt und da vielleicht nur mal so zwei, drei Sätze zu, weil du hast das Album Liebe genannt. Ein darauf ist auch Liebe. Im Video ist so eine Familie am Abendbrottisch, da tauchen so Balletttänzerinnen mit auf. Mich interessiert natürlich dann immer, man hat ja den Song und überlegt sich dann, okay, wie übersetze ich das jetzt in Bilder? Welche Beweggründe waren jetzt für euch sozusagen einmal dieses Pseudo-Familienidyll am Abendbrottisch zu machen? Sage ich jetzt mal, das ist ja keine Idylle, so wenn man so wirklich drauf achtet, vielleicht auf die Regungen und so weiter der einzelnen Person. Und im Gegensatz dazu dann plötzlich diese akrobatischen Tänzerinnen mit dieser Feinheit an Bewegungen. Es ist ja beides drin. Es geht ja, also erstmal grundsätzlich zu dem Song. Ganz schöne Geschichte. Die Idee für diesen Song und die erste Fassung kam von meinem lieben Sago-Freund Matthias Binner, der auch zu meiner Songwriter-Gang gehörte, der gerade sein Album fertig hatte und dann noch so diesen Song mit dem Titel Was, wenn uns nur noch ein Wort Liebe in der Tasche hatte und meinte, du schau mal, das könnte auch für dich gut sein.
Und wir haben dann das fertig geschrieben, zusammen überarbeitet, noch mit dem Anders dann zusammen. Und das ist auch erstmal ein Akt der Liebe, so einen schönen Song dann praktisch in so eine Produktion hineinzugeben von seiner Seite aus. Und ich habe mich sehr gefreut, weil dieser Song mich wirklich sehr berührt, den sehr, sehr mag. In dem Song geht es ja darum, dass man sagt, okay, es gibt so zwei Ebenen. Es gibt einerseits so diese alltägliche Ebene, in der wir uns dann zoffen und wir unterhalten uns und wir fragen, oh, okay, ich habe in meinem Auto noch Winterreifen drauf, verdammt, ich muss es noch beim Reifenhändler anrufen und dann die Sommerreifen drauf machen lassen und dann muss ich noch den Schornsteinfeger bezahlen, der hat schon eine Mahnung geschrieben. Also diesen ganzen Quatsch und Kram, mit dem man sich so beschäftigt, aber auf was es ja wirklich ankommt im Leben, sind die menschlichen Beziehungen. Nicht nur zur Familie oder zu dem, sag ich mal, Lebenspartner, sondern auch zu Freunden, dieses Geflecht von näheren und ferneren menschlichen Beziehungen, die man hat, zwischen völlig Unbekannten über Bekannte bis hin zu Freunden, Familie, den eigenen Kindern. Das sind alles Abstufungen von Verbindungen, Verbindlichkeiten, die die Liebe ja auch dann ausmacht oder unter diesem Begriff Liebe zu finden sind und die am Ende das auch ausmachen, was das Leben ist. Wenn ich sage, bin ich irgendwo einsam im Sinne von beziehungslos in einer Großstadt oder sowas oder habe nur so negative Beziehungen, also Nullbeziehung im Sinne von kenne ich nicht oder habe ich schon mal gesehen, aber wir haben noch nie geredet. Oder eben habe ich da so ein dichtes Gefühl, dichtes Netz, was mich in irgendeiner Weise hält. Und wenn man sagt, okay, was ist die Sache, auf die es ankommt? Das ist eben nicht eine Zahl mit ein paar Nullen auf einem Bankkonto. Das kann zwar auch beruhigen, ich möchte das nicht verhehlen, aber es ersetzt ja nicht die Liebe, es ersetzt ja nicht das Glück, es ersetzt nicht das Gefühl, auf diesem seltsamen, durch das Weltall trudelnden Planeten allein zu sein, irgendwie ausgespuckt von einer kosmischen Zufälligkeit, um kurz das Licht der Sonne zu erblicken und dann wieder zu verschwinden in der Kälte des Alls. Das Einzige, was uns da tröstet, ist die Gewissheit, die so aufscheint in einzelnen Momenten. Den anderen geht's genauso. Ich teile das. Ich finde Trost in der Gewissheit, dass da auch andere sind, die mich angucken und sagen, ja, genau so ist es. Und dann drückt man sich und dann schafft man das auszuhalten letztendlich. Und das ist was für mich, was es eben ausmacht, Mensch zu sein in dem Song. Das heißt, ich habe einerseits diese Alltäglichkeit, auf der anderen Seite diese existenzielle Bedeutung, die sich für mich auch in diesem wunderbaren Tanz ausdrückt. Das heißt, witzigerweise sozusagen das Reale, diese Familie, die dann da am Tisch sitzt, die auch verblüffend ähnlich aussieht wie meine eigene biografische Familie. Es ist unglaublich, wie die Ähnlichkeit da ist. Also es sind die gleichen Alter, die sehen auch total ähnlich aus. Also es sieht aus wie ein Frühstück im Hause Zehfuß. Also es ist unglaublich. Aber da hat sich der Regisseur oder die Regisseurin echt was ausgedacht. Das ist die eine Dimension. Und die andere ist eben die Tänzerinnen, die verkörpern das Eigentliche, nämlich die Gefühle, die Liebe, die Verbindung, die im Raum eben ist und die uns hält als Menschen. So, also von daher kann ich jetzt so sagen, Video angucken, damit man sich da nochmal einen Eindruck des Familienalltags der Familie Zephus machen kann. Buhl spielen. Also ein Song heißt Buhl, deswegen wollte ich gerne wissen, ob du leidenschaftlicher Buhl-Spieler bist. Tatsächlich spiele ich sehr gerne Buhl, wobei ich das hauptsächlich im Urlaub mache mit meinen Kindern. Das ist so eine Tradition, dass also A, wir machen in der Regel in Frankreich Urlaub, B, wir spielen dann Buhl. Ist ein bisschen klischeeartig, aber tatsächlich ist das so. Aber geschrieben habe ich das eigentlich, weil ein Mensch, der mir sehr nah und vertraut ist, jede Woche Buhl spielt und mir das auch so erzählt, wie das so ist. Ich war noch nie dabei an so einem Buhlabend von ihm, weil das ist eine eigene Gang und so weiter. Aber genau so stelle ich mir das vor. Und auch da geht es darum, das ist die Liebe, der Form, wie ich das eben erzählt habe, zu dem Song Liebe. Da sind es halt Freunde, mit denen man sich trifft, absichtslos einfach, routinemäßig und absichtslos einfach, weil man sich mag, um da so ein paar Kügelchen rumzuschmeißen und dabei einen schönen Schluck Rotwein zu trinken. Wir sind ja
hier in der Pfalz. Und da gibt es in Speyer beispielsweise den fantastischen, riesigen Kaiserdom, den romanischen Dom, den größten Dom aus dieser Epoche. Wunderschön und freistehend und rechts im Schatten des Doms. Da gibt es einen riesigen, einen großen Platz mit Schotter, festgestampften. Da kann man hervorragend Pool spielen. Das heißt, da findet es dann eben auch statt. Das heißt, es hat auch wirklich einen Ort, diese Routine. Aber was mich daran eben berührt hat, ist eben dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Freundschaft und Heimat, was so entlastend ist, wenn man bedenkt, was sonst so alles los ist. Dass man einfach dahin gehen kann, man wird nicht hinterfragt, man muss nichts erklären und so weiter. Man ist einfach da, gewollt und gemocht, kann plaudern, kann es auch lassen und spielt ein bisschen Buhl. Und die Buhlkugeln sind für mich halt ein wunderbares Bild dafür, das alles, was einen belastet, loszulassen. Ich habe gelesen oder auch gesehen, im Booklet, glaube ich, steht das auch, großes Orchester in Stockholm. Das habe ich jetzt nur zu sagen als Stichwort hier drin. Wie ist denn das, wenn man so seine Lieder von so einem großen Orchester gespielt hört? Das ist extrem berührend. Tatsächlich. Zunächst mal müssen die Kompositionen es natürlich hergeben. Ich habe diese Songs, um die es ging, hauptsächlich komponiert, zusammen mit Anders Wieck, der ein fantastischer Jazz-Komponist ist und der in der Komposition diese Farben auch schon angelegt hat, die dann mit so einem Streichorchester, einem richtigen Orchester, einfach zum Leuchten kommen. Das ist also nicht sozusagen einfach auf einen einfachen Zwei-Akkorde-Song draufgeschmiert oder sowas, sondern das Orchester bringt einfach diese ganzen wunderbaren Klangfarben zum Leuchten. Und das war für mich einer der erhebendsten Momente meines Lebens. Also eigentlich viel mehr als der Moment, als ich die CD-Packung aufgemacht habe, war dieser Moment im Studio zu sitzen und zu sehen und zu hören, Zeuge zu sein, wie fantastische Musiker diesen Song zum Leben bringen. Ja. Und da saß ich einfach da, habe gegrinst vom linken bis zum rechten Ohr, überschüttet mit Glück und Dankbarkeit und war Zeuge davon, wie das alles geklungen hat. Und das war ein Moment für mich des absoluten Glücks. So ist es einfach. Ich saß einfach da und war glücklich und brauchte mehrere Tage, um wieder runterzukommen. Uli, jetzt müssen wir natürlich über zwei Veranstaltungen nochmal reden, die du machst. Machst du ja teilweise schon sehr, sehr lange, nämlich Ulis Wohnzimmer und Sago Song Salon. Wie froh warst du eigentlich, dass es wieder losgehen durfte, sage ich jetzt mal so? Weil ich habe dann auch mal in deine Gästeliste geguckt. So, ich nehme jetzt nur mal ein paar Namen. Heinz-Rudolf Kunze, P. Werner, Hulsgarden, Jule Neigel und dann sind natürlich auch viele Künstler noch dazu. Da frage ich jetzt mal bewusst nach. Heinz-Rudolf Kunze habe ich zweimal in meiner Sendung gehabt, also schon ein paar Jährchen her. Ich mag den total schon von meiner Jugend her. Aber wie konntest du den denn überzeugen, bei dir dabei zu sein? Ja, praktischerweise musste ich das gar nicht selbst tun, sondern es hat ein Profi an der Stelle für mich erledigt, der sich um diese Shows kümmert, sage ich es mal. Ne? Das heißt, ich mache die Besetzung meiner Shows nicht immer alleine, sondern gerade beim Sago Song Salon kümmert sich da ein Manager darum, der da die entsprechenden Drähte hatte. Und natürlich war das als Sago Song Salon in Leonberg beim Leonpalooza Festival, das entsprechend groß auch ist vom Auditorium. Da waren selbst zu Corona-Bedingungen waren da etwa 500 Leute da, Open Air, was für so ein Corona-Konzert schon relativ groß war dann. So kam das zustande. Ne? Das heißt, Heinz wollte natürlich wissen, wie das alles so abläuft. Und die P kannte ich vorher schon, die auch eine fantastische Kollegin ist, mit auch viel Kontakt hier in die Region rein. Der Peter Grabinger, der Pianist, wohnt auch hier um die Ecke rum, sage ich es mal. Also man so ein bisschen kannte man sich da schon. Wir haben es einfach vorher ein bisschen abgestimmt. Und dann hatten wir einen Tag mit Soundcheck und so weiter und alle haben sich darauf eingelassen, auf das Format und wir hatten einfach einen ganz wunderbaren, intensiven Abend, denn es ist ein ungewöhnliches Konzeptformat, weil wir eben am Anfang erstmal eine Runde schwätzen auf der Bühne. Wir sitzen also in der Talk-Ecke und reden ein bisschen, bevor es eigentlich losgeht mit Spielen. Eröffne den Abend mit ein paar Nummern und holt dann die Gäste auf die Bühne und dann wird erstmal geredet, was dann so gerade anliegt. Was dann dabei einfach so passiert ist, dass das Eis bricht und man das Gefühl hat, schon mit allen per Du zu sein quasi und ganz nah zu sein. Und wenn die dann ihren ersten Song spielen, ist die Bude schon warm, so emotional. Das heißt, dann ist die Empathie schon da. Man muss nicht erstmal die Leute warm kriegen, die sind schon warm. Ne? Und dann entwickelt der ganze Abend so wie so ein Turbo
Turbo-Booster für so ein Konzert. Und dann entwickelt der Abend so eine Eigendynamik, die immer intensiver wird. Und am Schluss haben die Leute einfach geheult vor Glück. Das ist wirklich so. Der Veranstalter war völlig irritiert, weil die Leute so glücklich waren. Es war total intensiv, einfach ein wahnsinnig emotionaler Abend, den wir da zusammen erlebt haben. Und ich bin ja sehr froh, dass es dann mit Jule Neigel, Peter Freudenthaler von Fool's Garden eben weiterging. Das ist ganz großartig und ich hoffe, dass es auch in Zukunft weitergehen kann. Es gibt ja dann Leonberg auch zum Beispiel die Stadthalle, wo es eben auch schon einen wunderbaren Songsalon gab mit Dota und Nils Frevert aus Hamburg, ein total geschätzter Kollege, großartig. Waren beide auch schon mal Gast in meiner Sendung. Ja, Also mag die beiden total. Dota ist auch großartig und Dota war schon oft bei mir auch in anderen Shows, in anderen Städten und mit Nils ist ja der Kontakt auch da und das ist ganz wunderbar. Ja, ich war natürlich sehr froh, dass das wieder losgehen konnte. Das hat mir schon gefehlt. Ich habe wirklich während der Corona-Show, während der Corona-Zeit, als es mal dann zwischendrin ging, eine Show gehabt. Das war, wann war das? War das 21? Ja, es war im Herbst 21, November 21. Da ist sowas ganz Blödes passiert. Tatsächlich habe ich mich in meiner eigenen Show dann angesteckt mit Corona, obwohl alle geimpft waren. Aber einer hatte dann doch die Seuche mitgebracht. Weil ich dann krank war und dann in Quarantäne war, konnte ich nicht nach Berlin fahren zu einer Songwriting-Session, die für mich sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Und das war natürlich echt bitter. War ich mal eingeladen von so einer, sage ich mal, nicht ganz unbekannten Plattenfirma. Das fiel ins Wasser und wurde auch nicht wiederholt. Deshalb ist es natürlich etwas, was mir etwas nachhängt, aber schwamm drüber, immer nach vorne denken. Als dann es endlich wieder ging, war nicht nur ich froh, sondern das Publikum, jetzt zum Beispiel in meiner Damm-Show in Speyer, war auch mindestens genauso froh. Einfach weil man wieder Menschen gesehen hat und einfach Menschen begegnet ist. Und zwar ohne Maske vorm Gesicht, sondern mit allem. Mit Mund, Nasen, Augen und Umarmung in einer dampfenden Hütte. Und zwar ganz wundervoll. Haben wir mit großer Leidenschaft unsere Aerosole ausgetauscht. Und das war einfach ein Genuss. Das ist wie ein Lebenselixier dann. Das ist ja wie ein Reaktor. Man steht auf der Bühne und dann erzeugt man plötzlich einen gedanklichen gemeinsamen Raum, den man dann für 2 Stunden so teilt, auf dem so die Vorstellungen hin und her flitzen und sich gegenseitig dann so anstoßen und so weiter. Und das macht einfach glücklich und zwar halt alle Beteiligten im besten Fall. Ne? Und insofern bin ich da sehr dankbar, dass das wieder alles geht und sehr froh, dass ich das da machen kann. Also von daher ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer, auf deiner Homepage immer mal zu verfolgen, Ulis Wohnzimmer, Sargos Songsalon, wer da so erscheint und kommt. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich finde es immer schön, auf der Liste dann auch Musiker und Musikerinnen zu sehen, die ich live selber schon gesehen habe, die vielleicht auch Gast in meiner Sendung waren und dass ich dann einfach sagen kann, es ist immer qualitativ hochwertig, was einen da an dem Abend bei euch dann erwartet. Uli, blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ich sage jetzt mal so Herbst 2023. Was hast du denn noch vor? Gibt es eine Tour zum Album oder was kannst du schon verraten? Was hast du in Planung? Was möchtest du gerne machen? Oder kommt danach, bist du schon wieder einen Schritt weiter und hast mit Konstantin besprochen, so wir brauchen jetzt Teil 2 von Liebe oder so? Keine Ahnung. Was kannst du uns schon erzählen? Tatsächlich ist es so, dass ich wieder am Schreiben bin. Zum einen schreibe ich natürlich für mich selbst und spiele und ich spiele auch mehr Shows, zum einen in so kleinkunstartigen Kontexten, dann natürlich meine Wohnzimmershows und dann mache ich auch selbst echte Wohnzimmerkonzerte. Das heißt, wenn man das mag, kann man mich einfach anschreiben über meine Website. Und wenn es irgendwie passt, komme ich dann in irgendwelche Städte und spiele bei Menschen akustisch im Wohnzimmer. Ich mag das sehr. Nur positive Erfahrungen gemacht bisher in meinem Leben mit solchen Formaten. Das mache ich eben mehr. Darüber hinaus schreibe ich einfach viel mit anderen Künstlern. Ich schreibe gerade ein Album mit Gitta de Ridder aus Amsterdam für sie. Ich schreibe ein Album mit einem kanadischen Singer-Songwriter, John Miles, wunderbarer Kollege, was so eher in die Country-Amerikaner-Richtung geht. Schreibe auch ein Album zusammen mit einem irischen Freund für einen Venezuelaner, der in Spanien lebt. Also so. Das heißt, ich habe da verschiedene Projekte, wo ich einfach Songwriter bin, einfach für andere, was mich auch sehr, sehr freut und sehr glücklich macht.
wenn andere die Lieder singen, die ich mitgeschrieben habe. Und natürlich schreibe ich weiter Songs mit Anders Wiig aus Schweden. Uli, wir kommen zur letzten Frage in unserem Gespräch. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Zeitmaschine zu reisen, wohin du möchtest, in die Vergangenheit, in die Zukunft, oder keine Ahnung, was dir da so vorschweben könnte, wohin würdest du fahren oder die Maschine einstellen, dass sie da hinfahren kann? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, in das Jahr 1648. Ende des Dreißigjährigen Krieges, wenn ich nicht irre. Genau. Denn ich glaube, dass, ich war neulich in Paderborn, weil ich da gespielt habe, und Münster war ich auch. Ich glaube, dass es ein unglaubliches Erlebnis war, nach dieser entsetzlichen Zeit, die ja in dieser Phase ein ganzes Menschenleben umfasste, weil die Menschen einfach nicht so viel älter geworden sind als 30, sage ich es mal. Vielleicht 35 oder 40, aber viele waren dann auch mit 40 schon lange hin, ne? Also insofern ist ein 30-jähriger Krieg schon eine Ansage. All seinen entsetzlichsten Verwüstungen und es dann zu schaffen, durch Diplomatie und Besprechungen die Kuh vom Eis zu kriegen und Frieden zu schließen, und dann läuten in ganz Europa die Glocken. Die Menschen wissen, der Krieg ist aus. Ich glaube, dass das wirklich ein großer Moment der Weltgeschichte war. Das, was mir so spontan, gerade in der Lage, wo wir jetzt sind, so in den Sinn kommt, denke ich, das wäre es wert, wenn ich einen Moment hätte, es mitzuerleben. Gut, wir wissen nicht, was Beam Me Up Scotty noch alles so hat. Vielleicht ist das ja irgendwann noch möglich. Ob wir das erleben, Uli, weiß ich nicht. Aber trotzdem finde ich den Gedanken immer mal ganz charmant, sich damit zu beschäftigen. Uli, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es war mir wieder eine Freude, dich begrüßen zu dürfen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich kann, wie gesagt, das Album Liebe nur empfehlen. Das sollen die Leute sich auf jeden Fall am besten kaufen, damit sich das für den Kühlschrank lohnt, sozusagen. Deine Konzerte besuchen, beziehungsweise die Veranstaltung, die du machst. Und ja, vielen Dank, dass du Gast meiner Sendung warst. Vielen Dank, Hermes, für das schöne Interview.